Joe Biden, er will das freundliche Gesicht der USA sein. Versöhnung und Zusammenarbeit statt Spaltung und Alleingänge. Aber was bedeutet ein Präsident Biden für eine Welt voller Konflikte? In der Ukraine, im Irak, in Syrien, Libyen, Afghanistan und vielen anderen Konfliktherden. Was erwartet die Welt mit einem Präsidenten Joe Biden? Um das zu verstehen, muss man in die Vergangenheit blicken. Joe Biden hatte die Außenpolitik der USA über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Zunächst 12 Jahre als Senator im Ausschuss für Außenpolitik, später 8 Jahre als Vizepräsident unter Barack Obama. In dieser ganzen Zeit hatte Biden viele militärische Einsätze befürwortet. Joe Biden glaubt ganz gewiss an das, was er Amerikas Führungsrolle nennt. Das bedeutet Vorherrschaft der USA und militärische Intervention. Er glaubt, Amerika habe das Recht, überall und jederzeit zu intervenieren. Biden war als US-Senator vehementer Verfechter von US-Militärinterventionen. Zum Beispiel in Serbien 1999. Die NATO bombardiert Belgrad. Eines der Hauptziele? Slobodan Milosevic zu einem Rückzug aus dem Kosovo zu zwingen. Joe Biden war schon Jahre zuvor ein Befürworter einer US-Militärintervention auf dem Balkan aus humanitären Gründen, wie er sagte. Ich habe ja empfohlen, Belgrad zu bombardieren. Ich habe vorgeschlagen, amerikanische Piloten reinzuschicken und alle Brücken über dem Drina-Fluss in die Luft zu jagen. Ich habe vorgeschlagen, seine Ölvorräte auszuschalten. Ich habe ganz konkrete Aktionen vorgeschlagen. Beispiel Afghanistan 2001. Nach dem 11. September bombardieren die USA die Taliban, die mit der Terrororganisation Al-Qaida zusammenarbeiten. Es ist der Beginn des längsten Krieges in der US-Geschichte. US-Senator Biden ist auch hier ein starker Befürworter einer US-Intervention. Republikaner und Demokraten sind vereint in der Entschlossenheit, diesen Krieg erfolgreich abzuschließen. Die Welt soll wissen, dass wir unseren Präsidenten und unser Militär in ihrer Mission unterstützen. Und auch bei der Entscheidung, im Irak einzumarschieren und Saddam Hussein zu stürzen, spielte Biden eine entscheidende Rolle. 2003 präsentierte US-Außenminister Colin Powell der Welt angebliche Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfüge. Doch die wurden nie gefunden. Die US-Regierung hatte die Welt belogen. George W. Bush hatte bei seinen Plänen einen mächtigen und einflussreichen Verbündeten, den demokratischen Senator Joe Biden, der einen Einmarsch im Irak schon Jahre zuvor gefordert hatte. Solange Saddam an der Macht ist, besteht keinerlei Aussicht darauf, dass wir sein gesamtes Programm der Massenvernichtungswaffen ausmerzen können. Der einzige Weg, um Saddam Hussein loszuwerden, ist der. Wir müssen am Ende alleine losschlagen. Alleine losschlagen. Und es wird Männer in Uniform brauchen wie Sie, die zu Fuß in die Wüste gehen und Saddam ausschalten. Biden hat als Ausschussvorsitzender im US-Senat eine entscheidende Rolle gespielt. Er war sehr einflussreich und erfolgreich darin, die Leute zu überzeugen, diesen Krieg im Irak zu führen. Er war sehr bestimmt, ein Hardliner, und er blieb auch sehr lange Zeit danach ein Unterstützer und Verteidiger des Irakkriegs. Es war Joe Biden, der als Ausschussvorsitzender den Weg für jene desaströse Intervention geebnet hat, die dieses Land bis heute in Atem hält und die Millionen von Irakern das Leben gekostet hat. Erst Jahre später ändert Biden seine Haltung. Als Vizepräsident nennt er den Irakkrieg einen Fehler und wendet sich gegen eine Truppenaufstockung in Afghanistan. Den sogenannten Krieg gegen den Terror aber will Biden weltweit weiterführen, nur mit anderen Mitteln. Kleinere Missionen mit Spezialeinheiten statt großer Interventionen mit Zehntausenden Soldaten. Dabei setzt er auch auf bewaffnete Drohnen, die von Somalia bis Pakistan jederzeit zuschlagen können. Durch diese Politik, die Joe Biden in der Obama-Administration leidenschaftlich vertreten hatte, wurde die Kultur eines endlosen, weltweiten Krieges institutionalisiert. Aber wir müssen auch über die humanitären Folgen vor Ort sprechen.
Diese Politik ist ein Desaster für eine ganze Reihe von Ländern, die allesamt destabilisiert wurden, mit tausenden zivilen Toten in Libyen, Afghanistan, Irak. Alle diese Menschen, die auf amerikanischer Seite und im Mittleren Osten ihr Leben verloren haben, all das Geld, das das gekostet hat, und keines der Ziele, die postuliert wurden, wurde je erreicht. Heute schlägt Biden auch gemäßigte Töne an. Er wolle endlose Kriege beenden und US-Truppen abziehen. Er wolle zurück zum Atomabkommen mit dem Iran und die US-Unterstützung im Jemenkrieg beenden. Also doch mehr Diplomatie und weniger militärische Muskelspiele? Ich denke, Joe Biden ist sicherlich ein anständiger Mann, der das Beste für sein Land will. Er ist kein Kriegstreiber. Aber hat er wirklich die Kreativität und Innovationskraft, um einen grundlegenden Wechsel in der US-Außenpolitik einzuleiten? Es gibt keinen Anhaltspunkt, wenn man sich Bidens Karriere anguckt, der darauf hindeutet. Es wird jetzt vor allem darauf ankommen, wen er als nationalen Sicherheitsberater benennt, als Außenminister, Verteidigungsminister. Und das, was man hört, ist, dass er diese hohen Positionen mit Leuten besetzen will, die bereits eine Funktion in der Obama-Administration hatten. Mit Vertretern des politischen Establishments also. Und das sind einige von Bidens außenpolitischen Beratern, die demnächst hohe Positionen bekleiden könnten. Michelle Flournoy zum Beispiel. Ehemals hochrangige Mitarbeiterin des US-Verteidigungsministeriums unter Obama. Sie kritisierte den US-Truppenabzug in Afghanistan und forderte deutlich höhere Militärausgaben. Flournoy arbeitet heute für verschiedene Unternehmensberatungen, die offenbar über beste Kontakte zur Rüstungsindustrie verfügen. Unter anderem für Booz Allen Hamilton, die Militärs in Sachen neuer Technologien beraten. Flournoy ist außerdem Mitbegründerin der Beratungsfirma WestExec Advisors, gemeinsam mit Anthony Blinken. Blinken ist der engste außenpolitische Berater von Joe Biden. Er war stellvertretender nationaler Sicherheitsberater unter Obama und befürwortete zum Beispiel die US-Unterstützung für die saudische Intervention im Jemen, einem Krieg, den die UN als größte humanitäre Krise unserer Zeit bezeichneten. Und 2017 schrieb er in der New York Times: Es ist Zeit, die Ukraine zu bewaffnen. Die Kunden von Blinkens Beratungsfirma sind geheim, aber es gibt offenbar enge Kontakte zur Rüstungsindustrie. So ist Robert Work, ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister unter Obama, gleichzeitig im Vorstand von Raytheon, einer der größten Rüstungsfirmen der USA. Oder Nicholas Burns, seit letztem Jahr Berater von Joe Biden. Er war NATO-Botschafter und Unterstaatssekretär im Außenministerium unter George W. Bush und Befürworter des Irakkrieges. 2016 plädierte er für eine härtere Gangart in Syrien, denn Obama war viel zu vorsichtig und nicht bereit, den US-Führungsanspruch in Syrien zu beanspruchen, schrieb er. Burns arbeitet als leitender Berater für die Cohen Group, die sich ihrer Erfolge für Kunden im Rüstungsbereich rühmt. Zitat: Die Cohen Group hat Kunden unterstützt, bei Verträgen im Wert von zig Milliarden Dollar den Zuschlag zu bekommen. Oder Avril Haines. Sie ist laut US-Medienberichten seit Juni Beraterin von Joe Biden. Unter Obama war sie unter anderem stellvertretende CIA-Chefin. Sie gilt als eine der Architektinnen des Drohnenprogramms. Auch sie arbeitete nach ihrem Ausscheiden als Beraterin für WestExec Advisors, der Firma von den anderen beiden Vertrauten. Es ist völlig klar, dass Bidens engster Beraterkreis, egal ob Nicholas Burns oder andere ehemalige Obama-Mitarbeiter wie Michelle Flournoy, enge Verbindungen zur Rüstungsindustrie haben. Sie beraten die Rüstungsindustrie oder sie haben Funktionen in Denkfabriken und anderen Einrichtungen, die von der Rüstungsindustrie unterstützt werden. Und wenn man sich anschaut, wie diese engsten Berater von Joe Biden über nationale Sicherheit sprechen, sehr aggressiv, sehr militaristisch und damit eine Politik unterstützen, die der Rüstungsindustrie zugutekommt, dann wirft das schon Fragen bezüglich eines Interessenskonflikts dieser Leute auf. Joe Biden. Jahrzehntelang prägte er maßgeblich die US-Außenpolitik, befürwortete einen völkerrechtswidrigen Krieg im Irak, der auf Lügen basierte.
forcierte als US-Vizepräsident einen weltweiten Drohnenkrieg und umgibt sich mit Beratern, die offenbar auch die Interessen der Rüstungsindustrie im Blick haben. Wird die US-Außenpolitik mit ihm als Präsident einen Neustart erleben? Oder ist es doch nur eine Rückkehr zu Ideen aus vergangenen Zeiten?